Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und du hast es so gewollt. Beim letzten Zubehörvideo hast du gesagt, mehr Zubehör, schönes Zubehör und das Thema Fliesen wurde mehrmals genannt. Und ich muss auch sagen, auch aus meiner eigenen Historie und Begeisterung für das Thema nicht, machen wir heute dieses Video. Denn das Bohren in Fliesen ist wirklich eine Sache, die schon so ein bisschen nervt, beziehungsweise auch nervenaufreibend ist. Denn man möchte ja nicht, dass Fliesen springen, man kommt oft nicht durch, da hat man Feinsteinzeug und all das, ja, genau, für all diese Probleme gibt es endlich eine Lösung. Und zwar eine Lösung, die langlebig ist. Ihr wolltet es sehen, deswegen werde ich euch heute zeigen. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo ich euch die Bosch Expert Range vorgestellt habe. Was ist das nochmal zur Erinnerung? Steht hier zum Beispiel auch drauf. Die Bosch Expert Range ist von Bosch das beste Zubehör. Das heißt, wenn du wissen möchtest, was, wo, bei welchem Werkzeug sagt Bosch, das ist das Beste, was wir im Angebot haben, Bosch Expert Range. Und als ich euch das so ein bisschen so einen kleinen Überblick gegeben habe, ist das Thema Lochsägen rausgefallen, aber auch das Thema Fliesenbohren. Und wir haben hier die neuen Fliesenbohrer, und zwar die Hex 9 Hartkeramik, heißt das Ganze, also Unterstrich Bohrer. Und die haben eine Sache, und zwar sie sind schneller und halten länger. Das ist das, was ihnen innewohnt. Und sie haben noch eine Sache, die ganz besonders ist, ist eigentlich gar nicht ganz besonders, aber die ist super. Und zwar folgendes, es sind Hexbohrer. Hex steht dafür, dass wir hier eine Sechskantaufnahme haben. Ergo, bei den alten, bei den sogenannten Zyl 9, wenn ich mich erinnere, genau, CYL 9 Bohrern, ist es so, wenn ich diese nehme, Moment, kriege ich das auch wieder auf hier irgendwie? Ach so, schieben. Bei denen ist es so, dass ich hier einen ganz normalen runden Schaft habe. Und der Unterschied zwischen diesen beiden ist klar, also in der Form. Aber es liegt auch daran, wir haben hier einen Formschluss und hier einen Kraftschluss. Vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt, wir haben Kraftschluss ist, ich nehme den Akkuschrauber und drücke so weit wie es geht irgendwie das Ganze zu, ja, dass die Backen das festhalten. Hier bei einem Formschluss ist es so, dass die Backen hier sich nur eigentlich nur verkeilen müssen und es sich ja gar nicht durchdrehen kann, wenn sie halbwegs da dran liegen. Ja. Finde ich super. So kann man das auch zum Beispiel in den 60 FC, also in den Bosch GSR 60 Flexi-Click reinstecken. Da gibt es ja auch eine Hexaufnahme und das macht ihn noch kürzer. Ja. Also insofern ist das echt eine gute Sache, dass wir hier diese Hexaufnahme haben. Und wir brauchen auch keine andere Aufnahme, weil wir nicht damit schnell bohren müssen, also nicht schnell das Ganze sich drehen muss. Denn wir arbeiten mit diesen, und keine Sorge, ich zeige euch gleich, wie man hier in, ich glaube, 1, oder fast 2 cm Feinsteinzeug reinbohrt. Denn wir bohren hiermit mit nur 500 Umdrehungen mit einem Akkuschrauber im ersten Gang. Ja, damit bohren wir das Ganze rein. Vielleicht noch ein Unterschied. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den alten und den neuen? Es ist so, dass wir hier auch eine Karbidspitze haben, aber wir haben ein komplett neues Design der Spitze. Ja, das ist ganz anders aufgebaut. Denn wir haben hier folgenden Unterschied. Wir haben den alten, den Zyl 9 und den neuen. Hier ist es so, dass Bosch hier eine 10-fach höhere Lebensdauer angibt. 10-fach höher. Jetzt müssen wir Folgendes bedenken. Dieses Set hier, was wir hier haben, bei dem Set ist es so, dass wir hier einen Preis, wir haben fünf Teile drin, kostet 25 Euro und hier kostet dann jedes rund 3,60 Euro. Okay, wir haben hier dasselbe Set und haben hier einen Preis von 35 Euro, damit kostet einer 7 Euro. Das heißt, weniger als das Doppelte von den alten hält aber 10-mal länger. Also eigentlich haben wir hier etwas, was sogar günstiger ist als die alten und dementsprechend die Vorteile hat. Das finde ich sehr interessant. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit nur erzählt. Ich möchte euch vor allem auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und dazu habe ich hier eine sehr dicke Feinsteinzeugplatte, nicht einfach nur Fliesen. Wir haben gedacht, Feinsteinzeug. Und das werden wir jetzt mal durchbohren. Wir sehen hier, wir haben 1,8 cm Feinsteinzeug. Übrigens, Bosch gibt an, dass man hier nicht mehr so stark drücken muss. Das probiere ich doch einfach mal aus.
Wir haben gerade gesehen, wie schnell ich hier durchgekommen bin. Übrigens, die leicht kreisende Bewegung ist wirklich gewollt und auch von Bosch empfohlen für das Ganze, um einen schnelleren Fortschritt zu haben. Und du hast gesehen, dass ich hier in etwa einer Minute fast 2 Zentimeter Fliesen bzw. Feinsteinzeug durchgebohrt habe. Und das finde ich absolut erstaunlich und ich freue mich, dass das so gut funktioniert. Denn ich erinnere mich noch, als ich das allererste Mal mit maximaler Angst in eine Fliese reingebohrt habe und wie lange ich dort gebohrt habe, dann habe ich noch einen falschen Bohrer gehabt, das Ganze verglüht, dann habe ich einen Fliesenbohrer gekauft, der war richtig teuer, dann hat er nach zwei Löchern aufgegeben, dann musste ich wieder einen neuen kaufen. All das soll jetzt hier ein Ende haben. Ich freue mich wirklich, dass Bosch hier nochmal einen Schritt weiter gegangen ist. Und ich finde es auch interessant, dass es hier zwei verschiedene Sets gibt. Vielleicht nochmal für euch als Info. Wir haben hier einmal ein Set, hier das hier, wo du verschiedene Größen bekommst. Und zwar 4, 5, 6, 8 und 10 jeweils als einzelnen Bohrer in einem Set. Und dann haben wir hier noch dieses sogenannte Mixed Set. Hier ist es so, dass du jeweils dreimal einen Fliesenbohrer und dann nochmal einen Steinbohrer dazu bekommst. Ergo, du bohrst mit dem Fliesenbohrer erstmal so weit, bis du durch bist und dann kannst du hier mit Stein nachsetzen. Übrigens, dann kannst du natürlich auch wieder mit Schlag bohren. Und dementsprechend haben wir hier auch zwei verschiedene Aufnahmen, einmal Hex, einmal Rundschaft. Ja? Interessantes Set, nur dass du es weißt und mal gesehen hast. Jetzt die Frage an dich. Hast du noch Fragen zu diesem Thema? Schreib es bitte unten in die Kommentare. Sollen wir noch anderes Zubehör testen? Dann schreib es auch unten in die Kommentare. Ja, ich bin sehr gespannt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, welches Zubehör soll es denn gerne sein? Insofern hoffe ich, dass ich vielen von euch helfen konnte beim Thema Fliesen. Denn das ist wirklich ein Thema, was mich so oft genervt hat und jetzt hoffentlich endlich ein Ende hat. Und jetzt ran an die Fliese und bis zum nächsten Mal.